Hallo, mein Name ist Nadine Neumann und ich bin Astrologin und Numerologin. Heute möchte ich mit euch über die Tagesenergie 6 sprechen. Herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Astrologie. Heute, am 7. Dezember 2021, haben wir die Tagesenergie 6. Die 6 steht für nicht das Bett Sex, sondern für Beziehungen. Beziehungen sind unterschiedlich. Man kann die private Beziehung nehmen, aber man kann auch die berufliche Beziehung nehmen. Egal wo wir sind, egal was wir machen, wir sind in Beziehungen mit anderen Menschen, mit anderen Orten. Ja, auch mit Tieren sind wir in Beziehungen. Und diese Beziehungen heute würdigen, anschauen, betrachten. Ist es das, was ich will? Ist es das, was ich brauche? Bin ich bereit, das zu geben, was der andere, die andere von mir möchte? Ja, es ist ein guter Flirt-Tag. Es ist ein guter Tag für zwischenmenschliche Beziehungen. Einfach auch mal wieder, ich kann das. Ich kann flirten, ich kann rausgehen. Aber es ist auch ein sehr, sehr guter Tag, um Verträge zu unterschreiben. Ist man selbstständig, hat man einen neuen Kunden, ist da ein Vertrag zum Unterschreiben. Das sind heute alles so Themen, die sehr gut laufen, die uns das Ganze bewusst machen. Im Dezember haben wir auch die Kraft dazu. Und das alles durchzusetzen, weil Ende des Jahres immer ja so ein bisschen die Kraft ausgeht, haben wir aber heute im Monat Dezember die 12 und die 3. Das heißt den Realismus. Wieder diese Erdverbundenheit, zu sagen, ich stehe mit beiden Beinen fest auf der Erde und ich will diese Beziehung jetzt. Und ich bin bereit dafür, etwas zu geben. Und ich bin bereit für Kompromisse. Ich bin bereit für meinen Seelenpartner. Ich bin bereit, mit meinem Kollegen mich auseinanderzusetzen und zu sagen, du pass auf, das will ich nicht. Können wir es nicht vielleicht anders machen? Ein Gespräch mit dem Chef, mit der Beziehung darin zu arbeiten, auch kein verkehrter Tag dafür. Gehaltserhöhung erfragen, auch gut dafür. Also wirklich alles, was heute in irgendeiner Art und Weise mit Beziehungen zu tun hat, betrachten, anschauen, zu einem selber sagen, passt das nicht und dann dementsprechend handeln. Es ist nicht dieser Denktag, sondern es ist eher ein Gefühlstag. Gefühl für, das brauche ich nicht. Steht dazu. Macht es, ändert es. Es ist wirklich ein kraftvoller Tag und es ist ein schöner Tag. Bei Fragen zu energetischen Sachen, wie beispielsweise räuchert ihr heute, macht es euch einfach schön. Schreibt mir eine Mail, Kommentare, Abos, gerne auch ein Like. Bis bald.